In diesem Video möchte ich das Tool Loom vorstellen, mit dem man auf denkbar einfache Art und Weise Videos für den digitalen Unterricht erstellen kann, indem man zum Beispiel Präsentationen einspricht für Vorlesungen oder für einzelne Vermittlungsblocks in Seminaren. Das Tool Loom ist normalerweise in der Pro-Version, die mehr Funktionen bietet, kostenpflichtig, aber zurzeit aufgrund der Corona-Krise heißt es hier Cutting Prices, Removing Limits, vor allem Free for Education, also als Angehöriger einer Universität können wir uns den Pro-Account kostenlos besorgen. Man kann hier Loom für Mac und für Windows und auch fürs iPhone runterladen. Man muss sich ein Konto zulegen. Das habe ich schon gemacht. Ich logge mich mal hier ein. Und ich kann jetzt direkt loslegen mit dem Aufzeichnen meines Videos. Ich gehe jetzt mal hier dazu in meine Präsentation von einem Kurs, den ich vor einem Jahr gegeben habe. Und ich kann jetzt einfach diese Präsentation hier mal starten, so wie ich es auch im Seminar tun würde. Und kann über, auf dem Mac zumindest, über F4 jetzt hier die Programme aufrufen und starte Loom. Dann geht dieses Fenster hier auf und ich kann nun entweder den Fullscreen oder auch nur ein einzelnes Fenster aufzeichnen. Man kann ja zum Beispiel auch mit diesem Tool dann Videos machen, wie man browserbasierte digitale Tools oder andere Programme vorführt. Ne? Ich wähle jetzt hier mal das Window aus. Hier meine Kamera ist eingestellt, mein Mikrofon, das reagiert auch, sieht ihr. Ich starte das und kann jetzt hier eben aussuchen, welches Fenster ich gerne aufnehmen möchte. Ich wähle hier die PowerPoint-Präsentation. Und jetzt ist das Schöne, das macht das Tool so schön, dass er hier ganz automatisch jetzt hier unten dieses Kamerabild einbettet. Das muss man gar nicht mehr einstellen, das macht er automatisch. Es sieht auch ganz hübsch aus hier in dieser runden Form. Man hat dann hier die Möglichkeit, das zu starten. Man sieht, dass man vielleicht die Präsentation ein bisschen darauf anpassen muss, dass man also links unten keinen Text hat, der wichtig wäre. Das wird hier abgeschnitten, aber das sind ja Details. Ich starte jetzt das Recording. Es kommt jetzt so ein Countdown, was ganz nett ist. Herzlich willkommen, liebe Studierende, zur Einführungssitzung des Kurses Grenzen des Lebens, Grenzen der Sprache, Geburt, Sterben und Tod. Ne? Also so kann man sich dann hier im Einzelnen durchklicken. Noch eine hübsche Funktion, wenn man auf was besonders aufmerksam machen möchte, kann man draufklicken und es wird dann mit so einem gelben Punkt nochmal deutlich gemacht. Ne? So. Genau, so kann man sich durchklicken und einfach die Präsentation dann einsprechen. Wenn ich fertig bin, gehe ich hier auf Stopp und kann auch pausieren. Und das Ganze funktioniert cloud-basiert. Jetzt ist also mein Video sofort in die Cloud hochgeladen. Und ich kann hier jetzt erstmal den Titel anpassen. Geburt, Sterben und Tod, Einführung. Ich kann, wenn ich möchte, willkommen, liebe, hier noch willkommen, was trimmen. Kann hier also noch anpassen, wie lang das Video im Einzelnen sein soll. Das mache ich jetzt aber nicht. Return to Video. So. Ich kann noch, wenn ich möchte, hier so einen Call-to-Action-Button einfügen, wo ich zum Beispiel noch meinen Link hinterlege, wo ich dann zum Beispiel noch vertiefende Texte, die gelesen werden sollen, direkt verlinken kann auf einzelne Blogartikel oder Ähnliches. Auch das mache ich jetzt nicht. Noch eine schöne Sache, man kann das Ganze auch mit einem Passwort schützen. Dass das wirklich nur von denjenigen angeschaut werden können, die den Zugang, die das Passwort zu genau diesem Video haben. Ich habe dann auch die Möglichkeit, das Ganze runterzuladen und über Opal zum Beispiel zur Verfügung zu stellen, über das Online
E-Learning-System der TU Dresden. Ich kann es natürlich auch bei YouTube hochladen, wenn ich das wünsche. Oder ich kann es eben auch direkt über diesen Link hier einfach über die Cloud von Loom selbst zur Verfügung stellen. Ich möchte noch zeigen, dass es auch eine Chrome-Extension gibt, mit der man auch arbeiten kann. Wenn ich also hier mal Twitter aufrufe, mein Twitter-Account kann ich hier auch ein Video aufnehmen. Hier kann ich jetzt auch vielleicht das noch vergrößern, kann das hier an die Stelle verschieben, wo ich das gerne haben möchte. Sagen wir mal hier. So, und kann jetzt sagen, den Current Tab möchte ich nur aufnehmen. Wieder der Countdown. Liebe Studierende, in diesem Video möchte ich kurz die Funktionalitäten von Twitter vorstellen. Und dann kann man hier eben live vorführen, was man in Twitter alles so machen kann. Auch hier bin ich wieder fertig. Und zack, das Video ist online. Twitter Demonstration. Und fertig ist das Video. Also hier kann man wirklich in einer sensationell einfachen Art und Weise Videos für die Lehrer erstellen. Kostenlos. Laut Loom hat man mit dem Pro-Account auch unbegrenzt Speicherplatz, sodass es ohne weiteres möglich sein sollte, das ganze Semester über dieses Tool zu bestreiten. Viel Spaß damit und gerne über die Kommentare Rückmeldungen, was funktioniert, was möglicherweise auch nicht funktioniert. Vielen Dank. Das war's von meiner Seite.